Eigentlich aus zwei Punkten. Bei dem älter werdenden Patienten ist die häufigste bösartige Erkrankung die Prostatakrebserkrankung, die im Frühsymptom oder im Frühstadium keine Symptome macht. Das heißt, das erkenne ich nur durch die Vorsorge und wenn ich es rechtzeitig erkenne, kann ich es gut behandeln. Und der zweite Punkt ist eigentlich, dass beim älter werdenden Mann es auch zu einer gutartigen Prostatavergrößerung kommen kann. Die macht dann Symptome des erschwerten Wasserlassens. Das sind die zwei Punkte. Ab dem 45. Lebensjahr sollte man zur Vorsorge gehen. Einmal eine Tastuntersuchung und eine PSA-Bestimmung würde der Urologe empfehlen. PSA ist der prostataspezifische Antigen, ein Laborwert, der abgenommen wird. Und dieser Laborwert, der kann erhöht sein bei einer bösartigen Geschwulst, der kann aber auch bei einer Entzündung oder wenn ich eine sehr, sehr große, gutartige Prostatavergrößerung habe, kann er auch erhöht sein. Also er ist nicht sehr spezifisch unbedingt für die bösartige Geschwulst allein, aber er zeigt schon Hinweise. Und wenn der PSA-Wert erhöht ist oder ich bei der Tastuntersuchung etwas Auffälliges taste, dann sollte man weiterschauen, ein MRT von der Prostata machen und dann wäre die nächste Folge eine Biopsie, also eine Gewebsprobe von der Prostata, um das zu diagnostizieren. Weil es dann meistens noch nicht gestreut ist, weil es einfach auf die Prostata beschränkt ist. Und wenn ich es dann zum Beispiel durch eine Operation entferne oder es auch bestrahle, dann habe ich es lokal begrenzt und dann ist es damit auch heilbar, so muss man sagen. Es gibt aktuell drei Möglichkeiten zu behandeln. Eins hatte ich eben schon gesagt, ist die Operation. Das zweite wäre eine Bestrahlung. Und das dritte für Leute, die nur einen minimalen Befall in der Prostata haben, kann man auch das aktive Zuwarten empfehlen. Das heißt, ich kontrolliere den Patienten durch PSA, Verlaufskontrolle, diesen Laborwert und eine Biopsie, die ich nach einem halben bis einem Jahr wiederholen muss. Und wenn sich da etwas ändert, dass der Befall mehr wird, dann müsste ich operieren oder bestrahlen, aber nicht gleich am Anfang. Also ich überwache das Karzinom. Bei der Operation als klassisches Beispiel für den Urologen hat man das früher immer offen. Man sagt offen durch einen Unterbauchschnitt vom Bauchnabel bis zum Symphyser, bis zum Beckenknochen sozusagen, operiert. Mittlerweile versucht man das minimalinvasiv zu operieren mit kleinen Einschnitten und dafür nimmt man sehr häufig auch heutzutage den Roboter. Roboter assistiert, also der Operateur, der Urologe operiert mit Hilfe des Roboters.